Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei The Legend of Zelda Breath of the Wild. Und ein Abonnement, ein Daumen nach oben sind natürlich umsonst auf YouTube. Auf Twitch kostet das Geld. Ihr kennt den Drill. Und wir gehen mal ganz kurz zur Gerudo-Stadt und fahren mit unserem Motorrad mal ganz kurz zur Oase, weil wir wollen eine Erinnerung gucken. Ich habe euch versprochen, es gibt noch eine Erinnerung zu sehen und die gucken wir uns jetzt an. Wir haben uns natürlich wieder ein paar Sachen markiert auf der Karte. Wir haben die Kroxa natürlich wieder schön markiert. So muss es sein. Okay, ich dachte es mir schon fast. Motorrad geht nicht in der Wüste. Ich dachte es mir schon fast. Das Motorrad geht nicht in der Wüste, Mann. Wie unfair möchte das Spiel denn sein? Oh, falsche Rüstung. Shit. Das wäre die richtige. Ups. Das ist einfach nur die Wüstenrüstung. Ja, Mann, ich bin eigentlich ein Held, aber egal. Ich glaube, Pferd geht auch nicht in der Wüste. Nee, nee. Pferd und Motorrad geht nicht. Ich glaube, Pferd geht nicht. So, weil es gibt ja eine andere Möglichkeit der Fortbewegung. Guck mal, ich bin eine schöne Wei. Gibt da die Möglichkeit der Fortbewegung? Ich finde es eher ein bisschen schade, leider. Ich hätte mein Motorrad verwendet, das wäre besser gewesen. Das kann ich eben auch auf Abruf holen. Das müssen wir sehr viel durch die Wüste latschen dann. Aber unser Link muss sich doch erstmal erinnern. Er muss sich doch erstmal erinnern. Die Erinnerung. Erinnere dich, Link. Erinnere dich an all die schönen Zeiten, die du hattest mit Link, mit Zelda und den Recken. Erinnere dich. Link, du bist an der richtigen Stelle. Link, erinnere dich. Erinnere dich. Erinnere dich. Da macht sie große Augen. Oh, wie süß. Das war schon süß. So, jetzt haben wir das Problem, dass wir echt verdammt viele Orte absuchen müssen. Wir müssen überall zu Fuß hin. Und das Motorrad nicht nutzen können. Ja, wer weiß, vielleicht hat sie sich da ein wenig in ihn verguckt, wer weiß. In den heldenhaften Link.
In den heldenhaften Potato Pad. Bis dann, tschüss. Was wollte ich schon die ganze Zeit mal sagen? Der Helden auf der Potato Pad, ich weiß doch, dass ich ein Held bin. Also zumindest jetzt hier, der bin ich ein Held, wenn ich den Link steuere. Wir haben auch noch einige Nebenquests zu erledigen dann, ne? Es gibt irgendwie 72 Nebenquests also im Spiel und wir haben davon gerade mal irgendwie 10 erledigt. Also da werden wir noch einiges zu tun haben mit den Nebenquests. Kann ich jetzt eigentlich das Motorrad hier wieder verwenden? Nee. Hier ist doch gar kein Sand. Ja. Kann Link dir schenken dann später. Allein alle Ausrüstung auf Max zu bringen, wird auch noch ein bisschen dauern. Und die Crocsamen in der Wüste werden mit Abstand am längsten dauern von allen. Es sind erstmal A, ganz, ganz wenige, ja. Es sind wirklich wenige, die weit verteilt sind. Und B, muss man ewig weit laufen, weil es gibt ja keine andere Möglichkeit, sich schnell vorzubewegen. Die Wüste ist das Schlimmste, was Crocsamen angeht. Also ob wir die 700 heute schaffen, ich bezweifle es mittlerweile. Angesichts der Wüste. Ich hatte ja die Hoffnung, dass das Motorrad in der Wüste funktioniert, aber dem ist leider nicht so. Ach ne, das ist falsch. Ich glaube, irgendwo gibt es noch ein anderes Ding, wo man dann sieht, wie man es machen muss, aber ich probiere jetzt einfach mal was aus. Es können auch 4 oder 5 Punkte sein, ja. Du hast ja geraten. Naja, egal. Bis dann, tschüss. Das in der Wüste gefällt mir gerade überhaupt nicht, wenn ich ehrlich bin. Crocsamen in der Wüste sammeln ist schrecklich. Ob wir da heute 20 Stück schaffen, ich bezweifle es irgendwie. Ja, leider muss es gemacht werden, das ist richtig. Also eigentlich muss ich gar nichts machen. Ich könnte auch einfach sagen, ich lasse es mit 100%, aber dann muss ich jetzt alle Videos bearbeiten, die ich hochgeladen habe. Und das 100% rausschmeißen aus dem Text und aus dem Titel. Nee. Das passiert nicht. Dafür habe ich gar nicht die Zeit. Sitze ich einfach 3 Stunden am Videos bearbeiten. Nee. Und zwar nicht mal den Inhalt der Videos, sondern einfach nur Titel und alles. Nee. Ich ziehe das jetzt hier durch. Ja, zieh's durch. Bis dann, tschüss. Au. Irgendwer muss es ja durchziehen. Na, 100 Stunden sind es ja zum Glück nicht. Ich kann nachher mal gucken, wie lange wir schon Crocs gesammelt haben, wann ich angefangen habe.
In welchem Part? Welchen Part wir jetzt haben? Und dann noch 7 Parts abziehen für die Master Trials, Master Sword Trials und dann, dann dürfen wir ungefähr bei der Annäherung sein. Dann halt mal eine halbe Stunde und dann hat man die Dauer, die das gedauert hat. Ich dachte, vielleicht ist es hier drin. Es ist sogar hier drin, tatsächlich. Das Problem ist nur, dass ich jetzt hier kämpfen muss. Es fällt kein Weg dran vorbei, außer muss ich das Metallstück finden. Das muss hier irgendwo sein. Das ist bestimmt in einem der anderen Köpfe hier drin, ne? Wow, wie viel Leben die mir abziehen, weil ich halt was total Billo-mäßiges anhab. Oh, das ist eine Truhe. Okay. Ich brauche eine Eiswaffe. Hier ist das Ding nicht. Okay, der ist down. Wo ist denn das Ding? Ich sehe da oben auf jeden Fall das andere Ding, aber ich sehe das. Ah, da oben liegt's drauf, okay. Ui, du hast es endlich entdeckt. Bis dann, tschüss. Und zieh dich mal warm an. Ja, ich merke das schon. Ich muss mich mal warm anziehen hier. Zumindest so teilweise. So. Schon besser. So, es kann sein, dass wir gleich Moldora töten müssen. Weil er halt einfach gleich hier ist. Und dann müssen wir ihn halt töten. Dann ist halt leider so. Naja, hier ist Moldora. Da bin ich mir relativ sicher, dass hier einer ist. Aber ist auch nicht so schlecht. Wir brauchen eh noch Moldora-Herzen und Moldora-Flossen und alles Mögliche. Also von daher passt das dann schon. Da vorne ist auch schon der Krogsamen. Ich nehme an, dass hier Moldora sein wird, weil hier kann man überall hochklettern und so. Da vorne ist er, ich sehe ihn. Ja, Spiel, genau. Ja, das mache ich ganz genau. Drück mir die Daumen. Das klappt von der Zeit nicht mehr, oder? Ist sogar Königs-Moldora. Ist sogar die Titanenprüfung wieder. Boah. Königs-Moldora voraus! Da töten wir doch mal die Königs-Moldora. Machen wir das halt nochmal. La 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 la.
Tschüss, mein Guter. Ui, das war aber knapp, mein Freunde. Das war sehr knapp. La 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 la. Dam da 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 dam dam da 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 dam. Ich liebe die Musik. Die Musik ist so gut. Ich liebe diese Musik. Kein Problem. Bam 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 bam. Da 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 da. Die Musik ist so geil. Badadada. Badam bam 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 bam. Bam. Badadadam bam. Badadadam. Badadadam dam 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 dam. Und goodbye! So erlegt man übrigens eine Königsmoldora. Falls ihr euch mal gefragt habt, Potato Pet. Wie legt man echt eine Königsmoldora? So legt man eine Königsmoldora. Revalis Sturm ist bereit! Könnt ihr mal eben alle. Oh. Nehmen wir nicht mit. Der ist zwar relativ gut, aber der bricht auch sehr schnell auseinander. Aber es gab kein Herz und nichts, ne? Schade. Schade! Wir haben das Herz von der Königsmoldora nicht bekommen. Also es gab scheinbar kein Herz. Oder ich habe eins aufgesammelt, habe es nicht gemerkt, das ist auch möglich, aber ich glaube eigentlich nicht. Hm. Naja. War herzlos. Ein herzloses Biest. Ich merke das schon. Hier fängt der Sandsturm an. Sehr schön. Ich mag den Sandsturm sehr gerne. Nicht. Weil vor allem irgendwann ist auch die Minimap unten weg. Ui, lass mich entdeckt, ich bin im Sandsturm. Aua! So. Teleportieren. Okay. Noch mal ein paar einfache Krocksamen machen. Die schweren kommen ja erst noch. Leider. Die im Sandsturm halt. Die werden übel. Hi, Lady. Ui, ein schöner Kreis. Ja. Bis dann, tschüss. Was denn? Warum jetzt zweimal, hä? Spam nicht. Spam ist verboten. Spam darf man nicht machen. Und du redest nachher eh wieder davon, dass ich so wenig streamen würde. Dabei habe ich jetzt 8 Stunden gestreamt bald. Miss Lady. Fäschchen. Ja. Ich bringe ihn tot. So schaut's nämlich aus. Okay, das ist mit Kakteen. Keine Ahnung, wie man das macht mit den Kakteen. Ich glaube, da muss ich halt wirklich. Ich kann die Kakteen ja nicht berühren, oder? Doch, kann man.
Kann man die Kacke hier noch hochklettern? Okay, wir machen das so. Weil so ist es eigentlich gewollt vom Spiel. Ja, Mann, du musst mich Bogen schießen. Bis dann, tschüss. Nein, komm zurück, Zitterfrucht. Was zitterst du denn so? So. Das Tolle ist, an der Südoase ist nochmal ein Moldora. Da ist er, man sieht ihn schon, die Moldora. Oder die Moldora. Können wir hier eigentlich Schild surfen? Können wir. Aber dann geht es wenigstens ein bisschen schneller. Vielleicht kommen wir an der Moldora vorbei. Oh mein Gott, ich habe keine Ausdauer mehr. Das ist wirklich ganz schön schrecklich, Mann. Oh nein, die Moldora weiß, wo ich bin. Sie hört mich, denn die ist eigentlich blind. Sie kann nicht sehen, denn sie ist unter Sandmann. Wir laufen schnell hier hin und holen Krocksam. Dam da da dam bam bam ba da. Badam bam badam bam bam badam bam 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 bam. Ubosas Zorn ist bereit, entfesselt zu werden. Oh, mit Ubosas Zorn geht natürlich alles viel einfacher. Ui! Da ist eine Moldora, die musst du tot machen. Ich bin auf dem Weg, mein kleiner Croc. Und stirb! Komm, One Cycle. Yes! One Cycle! Können wir nicht mitnehmen, egal. Ja, lass mich halt in Ruhe. Wenn du keinen Bock auf mich hast, dann... Oh, der lebt immer noch. Down. Nerviges Vieh. Uiuiuiui. Ich muss für den nächsten Part oder für die nächsten Aufnahmen dann wieder Pfeile sammeln. Dafür sitze ich hier wieder eine Stunde lang rum. Das habe ich noch vor dem Part, also vor dem Aufnehmen gemacht. Ganz viele Pfeile gesammelt. Ja, Pfeile sammeln ist wichtig. Bis dann. Tschüssi. So, jetzt müssen wir in die Richtung. Ich überleg gerade, ob wir da finde ich. Naja, es bringt ja nichts. Mit dem Vieh hier hin zu surfen. Das bringt uns ja leider nichts. Weil wir haben sowieso keine Karte. Ich hoffe, unser Schild geht nicht kaputt. Gut, dass ich da nochmal drüber nachgedacht habe. Weil unser Hylia-Schild, das will ich behalten für den Kampf gegen Ganon. So. Huck, huck.
Ui, da ist ein Sandsturm. Ganz schön schrecklich. Bis dann, tschüss. Aua. Chili ist nämlich auch noch mit. Räubchen, du für irgendwelche Upgrades auch gebrauchen. So. Das Problem ist, jetzt gehen wir ins langsames Gebiet. Glaube ich, wo gleich, wo es gleich heißt. Du kannst nichts mehr sehen auf deinem Radar. Boah, gut getroffen. Bis dann. Tschüss. Schon so viele Samen. 6x92. Samen. Da-d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 a. Die werde ich nicht von diesem Part hier schaffen. Das heißt, wir werden mehr als 700 am Ende haben. Und nach den 700 kommen ja die 800. Nach den 800 kommen dann die 900. Und danach kommt nichts mehr. Danach ist vorbei. Zum Glück. Oh, es ist zu heiß. Ja, ja, Link, ich weiß. Es ist zu heiß. Es ist zu heiß. Es ist zu heiß. Ich hab's verstanden. Wir sind der König der Welt. Bis dann, tschüss. Bitte, 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 bitte lande genau hinter ihm. Ist es zu, ist es noch immer noch zu heiß? Ist noch viel heißer geworden, okay. So. So geht's auch. Wir müssen jetzt nur nach Norden. Und hoffen, dass wir nicht in den Sandsturm kommen. Sandsturm, wir sehen nichts mehr auf der Minimap. Und auch auf der Karte nicht mehr übrigens. Ui, du bist durch Stern schon gekommen. Voll cool. Bis dann. Tschüss. Nee, der mag mich nicht. Teleportieren wir mal ganz kurz hier hin, weil ich glaube, überall, wo man sich hin teleportieren kann, sind Sandrobben in der Nähe. Behaupte ich zumindest mal. Oh, eine Moldora. Jupp.
Tja. Solange es keine Königsmoldora ist, habe ich damit kein Problem, die zu one-cyclen. Königsmoldoras sind das Problem. Leider war hier keine Sandrobbe. Jetzt müssen wir ein bisschen laufen, ne? So knapp vor meinem eigentlichen Ziel. Ups. Aber wir sind schon wieder Überlänge. Part. Ja, Mann, Überlinge, voll scheiße. Bis dann. Tschüss. Mir fehlen leider nur noch 6 Stück. Ne, 5 Stück fehlen mir, glaube ich, jetzt. 5 Stück würden mir jetzt gerade fehlen. Damit wir die 700 haben. Mache ich noch. Einen hole ich noch eben. Ich weiß gar nicht, wo es ist. Da ist es. Ui, du hast mich gefunden. Bis dann, tschüss. Dir fehlen noch 4 Stück. Hahaha. Bis dann, haut rein. Und bye bye. Nein, komm hier. Nochmal eine richtige Verabschiedung. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dahin, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Hab ich ab. Okay, wunderbar. Und ist nicht mehr so viel in der Wüste zu tun, aber im nächsten Part schaffen wir dann die 700 zu durchschlagen. Die 700 Krogsamen. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Part. Bis dahin, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pit verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.